Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar, schaut mal, was ich von Edeka bekommen habe zum Muttertag. Voll süß, ne? Die riecht auch super lecker. Ich wollte euch unseren Einkauf zeigen. Wir waren bei Outlet jetzt dann kurz bei Edeka einkaufen. Zweimal Chips. Dann haben wir gekauft einmal Sprite. Wir wollten nämlich eventuell in die Stadt. Aber ist noch nicht sicher, weil wir müssen noch später nach Kalk. Wir wollten eine neue Mülltonne holen. Dann hat sich ein Bett Überwerfer bestellt, der gefällt uns aber gar nicht. Und morgens verkaufsoffener Sonntag in Mülheim. Wenn Schäferhund da auf hat, wollte ich eventuell eine neue Bettdecke mit Outlet zusammen kaufen. So. Dann haben wir dreimal Wasser mitgenommen, einmal Tabak von Smokies Lemon Lime. Ich weiß gar nicht, wie das riecht, aber ich glaube, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, dann hatte ich die Eelbeiß-Tücher bestellt für meine Tanten und für mich und die sind nicht angekommen, weil unser Postbote, der keinen Bock hat zu arbeiten, angeblich nicht unsere Klingel gefunden hat, obwohl wir jeden Tag tagtäglich fast Pakete bekommen. Ich werde den Versand auf keinen Fall nochmal zahlen. Lecker schmecker Königsbäcker. So, dann nochmal Wasser, Toastbrot und diese Salatkräuter, die waren im Angebot. Ja, aber der hat schon gefrühstückt. Wir waren ja einkaufen, da waren wir kurz beim Bäcker und ich muss noch. Ja. Ich wollte jetzt die Sachen erstmal einräumen. Und Lina bleibt, glaube ich, doch bis morgen bei Mama. Ich vermisse mein Baby jetzt schon. Seele, ich weiß nicht, wie ich's dir erzähle. Das hat übrigens Lina gestern von Schäferhorn bekommen. Total süß. Die waren echt sehr kinderfreundlich. Oh, der bringt den Müll weg. Und schaut mal, ich habe meine Töpfe, die ich bei Schäferhorn ausgesucht habe, einmal sortiert. Die sind so schön. Das ist von der Marke OMS. Die sind aber so stabil. Die erinnern mich irgendwie an die Fissler Töpfe. Und die anderen haben wir alle auf eBay reingestellt und verschenkt. Ich finde, Familien brauchen das. Und wir hatten echt sehr viel bezahlt. Ihr wisst, wie teuer die türkischen Töpfe sind. Ja. Ja, ist wach. So, wir haben uns wieder fertig gemacht. Da ist Lia. Und wir gehen jetzt in die Stadt ein bisschen. Wir müssen eigentlich nur zu TK Maxx und zu Primark Socken kaufen und nach einer neuen Mülltonne schauen. Ja, mal schauen, ob wir eine finden. Wenn nicht, schauen wir in Kalk bei Cody. Und sonst gibt's nichts. Schatz, machen wir das jetzt so mit dem Fleisch? Holen wir das frisch beim Türken dann? Ja, ne? Hä? Hähnchen dauert nicht sowieso lange. Ja. Ah, ich wollte das Getränk mitnehmen. So, wir sind mittlerweile zu Hause, haben ein Video gedreht, jetzt essen wir. Wir haben einen Kichererbsen-Eintopf gemacht mit Hähnchen in der Kokomi und dazu haben wir ein Video gedreht. Jetzt essen wir schnell und dann kommt auch Shivan. Ja, Lia ist gerade aufgewacht, pünktlich zum Essen. Ach, war mein Arm davor? Ja, Entschuldigung.
Und jetzt essen wir erstmal und warten auf Shivan. Oh, sieht geil aus. Übrigens haben wir nichts gekauft. Wir waren nur bei Primark. Haben da Socken gekauft für unsere Schuhe. Und haben eine Mülltonne gekauft. Oh, neue Müllsäcke. Das sieht gut aus. Lecker schmecker, ne? So, ihr Lieben, heute ist wieder der nächste Tag. Ich habe leider nicht mehr Essen aufgenommen. Wir haben uns nämlich mit meiner Mama und so getroffen. Wir waren auf dem Straßenfest. Ja, ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich gekauft habe bei Schäferhorn. Und zwar einmal dieses Set. Das besteht aus den beiden. Dann einmal das. Einmal. Man sieht das gar nicht so gut. Das ist nämlich so rosa. Und die beiden. Also 1, 2, 3. Das ist ein 6er Set. Für 25 Euro. Und ich finde echt, ist nichts. Ja, wir wollen jetzt eigentlich so langsam hier die Wohnung ändern. Das haben wir euch ja gesagt. Also, aber man geht natürlich nicht, ne? Wir haben jetzt gestern nach einer neuen Bettdecke geschaut, weil die wir bekommen haben, also die wir bestellt haben, ist einfach zu dünn. Ja, und ich habe diese Gardinen bestellt. Die haben, glaube ich, pro Stück 9 Euro gekostet. Diesen habe ich dir auch so kurz bestellt, weil ich das einfach nicht möchte, dass das... Baba ist schon weg, Schatz. Baba ist schon weg. Und die Gardinen im Wohnzimmer haben wir komplett abgehangen, weil das brauchen wir nicht. Und die Wohnung kriegt so viel mehr Licht. Wenn uns das im Sommer nervt, wegen der Sonne, kaufen wir auch so weiße Gardinen, damit die Sonne nicht so krass reinstrahlt. Ja, ich mache mich jetzt fertig. Ich wollte mit den Kindern etwas raus. Aber dann meinte ich soll erst später kochen. Ich muss aber heute zur Fahrschule. Das erste Mal gehe ich zur Fahrschule. Meine Papiere sind nämlich da. Und ja, am Lernen bin ich fleißig. Ich werde euch nicht sagen, wann ich in die Prüfung reingehen werde. Ich werde euch auch nicht sagen, ob ich meine Prüfung bestanden habe. Ich werde euch ab und zu mal sagen, wie es so läuft. Wenn ich meine Prüfung bestanden habe, doch, dann sage ich euch das. Aber ich weiß einfach... Wenn man es zu vielen Leuten erzählt, dann verkackt man das meistens, weil du denkst ja dann, ich muss denen das jetzt beweisen, dass ich gelernt habe und dass ich das kann und sonst was. Und genau das möchte ich nicht. Ich will nicht diesen Druck in mir aufbauen. Und Leute, schaut mal, was für ein Haarausfall ich habe. Das ist durch die Hormone. So, ich habe jetzt gekocht. Bei uns gibt es Aubergine mit Reis. Ich warte jetzt auf Audit und Lina. Ich hoffe, die kommen pünktlich, weil sonst kann ich nicht zur Fahrschule. Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number. But still I find myself calling. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, ehrlich gesagt. Ich bin momentan voll durcheinander mit YouTube. Aber ist ja nicht schlimm. Ich zeige euch mal kurz unseren Einkauf. Und zwar wollte ich heute einen leckeren Kuchen machen. Ich habe das irgendwo auf Instagram gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Aber auf jeden Fall irgendwo auf Instagram. Dafür braucht man Waffeln. Ist so ein Kuchen. Dann einmal Milchbrötchen und Wäckchen. Einmal Joghurt. So, was kannst du mir geben? Sandwich-Eis. Das Wetter wird diese Woche schön. Dann ein Joghurt für Lina. Guck mal im Badezimmer. Dann einmal Blumenkohl. Heute gibt es Blumenkohl. Boah, ich bin fertig, ey. Ja, sehr gut. Dann... Schlagsahne viermal. Actimel hat sich Lina mitgenommen.
Dann einmal Dessertsoße, Vanillezucker, Sahnesteig. Langsam. Dann brauchen wir für das Dessert auch Maracuja-Saft. Das Maracuja-Saft kriegt ihr, glaube ich, nicht überall. Nochmal Schlagsahne. Nochmal Schlagsahne. Und einmal Nutella für alle. Nochmal Schlagsahne. Wir kaufen momentan unser Gemüse, esse ich nur noch frisch, wenn wir kochen. Dann einmal Eis mit Mandeln und Schokolade. Ja, gibst du mir das bitte in meiner Hand? Gibst du mir die Butter? Ach, ich kann mich nicht bücken mit dir. Dann habe ich 4-mal Kerrygold geholt, das ist unsere liebste Butter, wisst ihr eigentlich. Alles nehmen? Ja, ich nehme alles. Vor allem ist das perfekt fürs Kochen, echt. Also ich würde das niemals für Kuchen benutzen, glaube ich. Oder obwohl, ich weiß nicht, habe ich noch nie benutzt. So, ich wollte jetzt meinen Blumenkohl. Achso, wir sind eben von zu Hause reingekommen. Wir sind eben gerade reingekommen. Wir waren hier draußen. Ich habe die Kinder ein bisschen rausgebracht. Na mein Schatz! Alle Kugel! Ja, und jetzt werde ich meinen Blumenkohl klein schnibbeln. Mit Handschuhen. Das ist jetzt ein Rezept fürs Blumenkohl. Also das muss man in Öl anbraten und dann kommt leckere Joghurtsoße drauf mit Knoblauch. Und da drauf kommt Butter mit scharfen Peperoni. Also ich darf jetzt noch essen, aber ab übermorgen oder überübermorgen, mal schauen, muss ich mir auch überlegen, fange ich mit meinem Shake an. Und dann gucke ich mal, wie viel ich durch diesen Shake abnehme, weil ich nur Gutes darüber gelesen habe. Will ich das jetzt mal ausprobieren? Ich muss echt, mein Bauch, ne Leute, mein Bauch stört mich sowas von. Ist wie so ein Kaffeeklatsch heute, ne, statt ein Vlog. Aber mein Bauch, ne, stört mich extremst. Und momentan merke ich gerade, oh, da hat ja Frühschicht. Ich merke einfach, wie das an meinen Nerven zerrt, wenn beide Kinder auf einmal heulen. Das ist schön. Aber egal. Nina ist momentan, ich kann sie voll verstehen. Sie braucht einfach dieses Ausgepowertsein und sich streiten. Jetzt lässt sie ihre Wut bei uns raus. Ist normal. Ich kann sie total verstehen. Ich bin froh, wenn sie in 2 Monaten in den Kindergarten geht. Dann kann sie da, klar spielt sie mit meinem Neffen und so, wenn wir sie sehen. Aber meine Cousine arbeitet auch. Deswegen, sie spielt halt mit unserer Nachbarin immer im Park, wenn sie aus dem Kindergarten raus ist. Aber sonst. So, ich schnibbel das jetzt klein und nehme euch dann komplett mit. Aber ich lasse das dann auch, bis Audel kommt. Wenn ich weiß, Audel ist, also um 19 Uhr fange ich dann komplett an. Und dann mache ich gleich diesen Kuchen. Ich zeige euch den. Ich weiß aber echt nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich schreibe euch das Rezept unten auf. Also ich zeige euch die Zutaten. Alle Fälle. Also jetzt müsst ihr einfach nur die Röschen rausschneiden. Ich schneide einfach erstmal diesen Stiel hier raus. So. Einfach so kleine Röschen. Die müsst ihr dann im Salzwasser kochen. So, als erstes kommen hier 8 Waffeln rein. Und dann braucht ihr 3, 4 mal Schlagsahne. Und 600 Milliliter Maracuja-Saft. Sahne fest, ist die Sahne steif, Vanillezucker und Vanillesoße zum Kochen. Gerne, nimm und probier. War's das? Heiß! Nein, lass nicht an. So,
So, jetzt gebt ihr viermal kalte Schlagsahne hier rein. So, dann 5 Päckchen Sahne steif. Ich guck mal, ob ich unten was hab. So, 5 Packungen Sahne steif. Das darf Lina jetzt reintun. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Wir nehmen jetzt 600 ml Maracuja-Saft und 3 Packungen von Dr. Oetker Dessertsoße Vanillegeschmack, die zum Kochen auf jeden Fall. Und das müsst ihr jetzt gleichmäßig aufkochen. Und so lange habe ich jetzt die Sahne in den Kühlschrank gestellt. So. So ausschauen und das lassen wir jetzt abkühlen und dann müssen wir einfach die Sahne auf die Waffeln geben und auf die Sahne die Soße, aber die muss auf jeden Fall erstmal abkühlen, die ist noch viel zu heiß und dann müsst ihr das natürlich einen Tag, ne, kalt stellen. So, wir fangen jetzt an und zwar so habe ich jetzt einfach den Blumenkohl in Salzwasser reingetan und der muss jetzt so lange kochen, bis es weich wird. Also bis ihr denkt, dass es so perfekt bissfest. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Das muss auf jeden Fall ein bisschen weich sein. So, für den Teig nehmt ihr eine Schüssel, dann braucht ihr Mehl, so, ihr nehmt ein Glas und noch ein bisschen so. So. Dann nehmt ihr ein Glas Milch. Ein Ei. Und Salz. So ist das perfekt und das lasst ihr jetzt so lange kalt stehen, bis euer Blumenkohl fertig ist. So, ich gebe jetzt hier den Blumenkohl einfach rein und durchrühre, dann müsst ihr das gut umrühren. Mensch, Mensch, Mensch. Am besten mit 2 Gabeln, dann könnt ihr das auch einfacher umdrehen. So, ihr rührt das einmal schön um und dann habe ich hier jetzt Öl reingetan in eine große Pfanne. Nehmt am besten das größte, was ihr da habt,
damit ihr schneller fährt durch seid. Mami. John. Hunger hat die. Ja, ich mach jetzt Schatz. Aber Mama sucht mehr. Nehmen wir einmal 500 Milliliter Joghurt. Das könnt ihr natürlich nach Belieben machen. Also ich nehme jetzt 500 Milliliter. Wir nehmen jetzt ein bisschen Salz. Ja, Schatz. Das haben. Das. Du willst alles haben, Schatz. Das geht nicht. Ja. Du kriegst doch morgen Spielzeug an. Nein, ja, das ja. Zum Geburtstag kriegst du das, wenn du möchtest. So, dann nehme ich 2 Zehen Knoblauch. Ihr könnt auch weniger nehmen. Wir nehmen jetzt viel, weil jeder mit isst. Moment. Ah. Oh nee! Das war zu fern. Auf jeden Fall klein pressen und nicht reinschneiden, Leute, sonst brennt's. So. Das schmeiß ich jetzt gleich sofort weg. Einmal umrühren, abschmecken. Und dann könnt ihr jetzt auch draußen lassen. Ich mache das direkt hier drin, damit ich nicht noch mehr hier Schmutz verursache. Einfach nur Salz und Knoblauch, mehr nicht. Passt bitte mit dem Salz auf, Leute. Ganz, ganz wenig rein. Sehr, sehr wichtig. Mit Küchenrolle. Am besten, ich nehme mal 3 Stück. Und leg das dann falsch das so übereinander, damit es nicht zu fettig ist. Es ist ja schon fettig genug, dann müssen wir nicht noch mehr Fettiges essen. Oh Mann. Das hier nicht. Ah, nee, ich wollte den. Kannst du oben drauf machen, Schatz? Ja, Bauke. Ja, geh. Ja, geh, ich komme jetzt. Wenn du fertig bist, sag mir Bescheid, dann komme ich, ja? Okay, alles klar. Alle. Tamam, tamam, ich komme jetzt. Ja, tschüss. Also, tschüss. Oh, ich muss eigentlich das Paket gleich wegbringen, ja. Ich habe das eingepackt. Das war die Dingens. Amazon. Guck mal, ich mache hier auf die Seite, ja. Kurz, nimmst du kurz hier. Komm, Schatz, komm. So, jetzt nehmt ihr Butter. Wir nehmen immer ein bisschen mehr. Und dann nehmt ihr, ich zeige euch mal kurz, diese Chiliflocken vom Türken. Und da tun wir jetzt ein bisschen mehr rein. Heute nicht. Nein, heute nicht habe ich gesagt. Das ist nicht wenig. Übertreibplan. Du hast auch Knoblauch für uns. Komm, und das rein tun. Ah, gibt es eine Gabel, oder? Ey, du tschüss, was denn? Nein, nein, so ist das nicht, Adje. Ah. Wenn du nur Joghurt isst, ist das Adje. Schatz, wie alt ist dieser Eistee? Das habe ich heute gekauft, Lan. Das Maracuja-Saft. Ja, Schatz, ich habe davon gar nichts getrunken. Das ist für den Kuchen, Lan. Ah, meine Mutter getrunken, ne? Für den Kuchen. Ach so. Ich küsse Lan.
Oha, zählst du meine Dingens, wie viel ich gegessen und getrunken habe? Nein, bei die 6, ich muss immer wieder abnehmen und danach, ich gucke. Nein, das habe ich echt nicht gegessen. Sitzt du mit einem Topf Süßigkeiten? Wo? Wann? Bei der